Guten Abend, liebes Publikum. Buñuel. Buñuel, der Film, den Sie heute Abend sehen, Tristana, ist gar nicht mal so sehr vielen Menschen noch ein Begriff. Vielleicht ist es eher Belle de Jour, natürlich mit der wunderbaren jungen Catherine Deneuve. Aber Tristana habe ich ausgesucht, weil es ist eigentlich eine bittere und ein bitteres, sehr geheimnisvolles Kammerspiel. Und warum komme ich auf Buñuel? Ich habe erste Kurzfilme gemacht mit dem Carlo Rola und wir haben einen Film gemacht, der hieß Das Missverständnis. Und in diesem Missverständnis wurden wir auf manchen Festivals gefeiert und man hat uns dann auch immer mal wieder gesagt, da sind wir nahe dran an Buñuel, nämlich am andalusischen Hund. Und das ist ein so großes Kompliment, weil Buñuel ist jemand, den ich unendlich verehre, den ich für einen der wichtigsten Filmemacher überhaupt halte, in der Weise der Themen, die er sich annimmt, wie er sie umsetzt. Und dann kam natürlich dazu, dass ich mich für Tristana entschieden habe. Dieser Film ist 1970 gedreht worden und ich habe mich dafür entschieden, weil drei Hauptdarsteller, Catherine Deneuve, Franco Nero und Fernando Rey, alles Schauspieler sind, die ich eben kennengelernt habe. Mit Fernando Rey und Franco Nero habe ich meinen Western mit Corbucci gemacht, Compañeros. Und Catherine Deneuve habe ich einige Male privat getroffen. Und das sind so Momente, wo ich dann immer denke, du bist Menschen auf eine Weise sehr nahe gekommen und dann schaut man diese Filme auch immer noch mal ganz anders an. Und in der Kombination mit Buñuel ist das einfach für mich Filmgeschichte. Und Buñuel wäre der Regisseur gewesen, mit dem ich mir auch gewünscht hätte, noch einmal zu drehen. Es gibt da ein ganz wunderbares Buch, seine Erinnerungen, das kann ich Ihnen auch nur sagen, Mein letzter Seufzer heißt es. Und da kommt er so viel in seinen Beschreibungen auch, aber letztlich ist es ja der Film auch, den Sie heute sehen werden. Das hat so viel mit der Einstellung zu tun, die ich selber auch zum Film habe oder was ich über Film denke und von Film erwarte. Und er ist so mutig gewesen, er ist so vorgeprescht mit seinen Themen. Und ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz spannenden Abend heute. Und ja, ich hoffe, Buñuel sagt Ihnen und gibt Ihnen so viel, wie er es mir tut. Viel Spaß.